Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu Carnivores Dinosaur Hunter Reborn. Ein Spiel, was man auf Steam für 14,99 kaufen kann. Das Ganze ist schon ein bisschen älter, aber ich dachte mir, wir schauen uns das heute mal gemeinsam an. Und ich würde sagen, los geht die Jagd. Da sind wir. Auf der ersten Insel. Das Gefahrenlevel ist niedrig hier. Und wir haben die Jagdlizenz für den Stegosaurus, so wie es aussieht. Und eine Rifle als Waffe. Na cool. Und dann schauen wir doch mal. Klingt aber böse. Da vorne ist was. Da, das ist ein Stego. Sollen wir uns da näher ranschleichen oder einfach mal schießen? Ich weiß halt gar nicht, wie das ist mit Treffern. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es wie bei The Hunter ist. Dann schießen wir mal da unten rein. Oh, das hat schon geklappt. Trophy Confirmation. Okay. Das ging ja easy. You killed a dino. Oha, okay. Gehen wir mal hin. Das war ja sogar schon unser Zieldinosaurier, der Stego. Beim nächsten Mal schleiche ich mich, glaube ich, mal ein bisschen näher ran. Will nämlich gerne wissen, ob die mich angreifen, wenn ich zu nahe komme. Oh, der lebt aber noch, glaube ich. Das ist was anderes. Oh, ich habe daneben geschossen. Wieder. Okay, solche kleinen bewegten Ziele sind schwer zu treffen. So nicht, mein Freund. Ey, ich treffe den nicht. Jetzt haben wir ihn. Okay. Sehr schön. Das dürfte ein Gallimimus, glaube ich, gewesen sein. Plus 3 Diamanten. Schauen wir mal. Gallimimus. Okay. Dafür haben wir aber leider keine Jagdlizenz. Also eigentlich hätten wir den gar nicht erlegen dürfen. Aber ich wollte es natürlich mal ausprobieren. Hab ja auch schön gefailt. Schön daneben geschossen. Aber jetzt schauen wir mal bei dem Stegosaurus hier. Okay. Ich glaube, wir sollen den jetzt einsammeln. Da, Collect Trophy. Ah, okay. Das hat geklappt. Ah, jetzt kommt so eine... Diese Drohne, die uns vorhin gebracht hat, kommt jetzt vorbei und holt ihn, glaube ich, ab. So wie es aussieht. In 19 Sekunden. Der lebt doch aber noch, oder? Hm. Ich hatte da gerade auch ein Fernglas. Oh, da wird er eingesaugt. Unser erster Dinosaurier. Wir haben noch insgesamt 8 Schuss. Wir jagen natürlich weiter. Ich weiß gar nicht, wie es ist mit Fleischfressern, ob die hier schon sind. Gehen wir davon aus, dass hier noch keine sind auf der ersten Insel. Da war ja auch das Gefahrenlevel auf Low. Also von daher sollte es hier sicher sein. Da ist der nächste Dinosaurier. Wieder ein Stego. Schleichen wir uns mal an diesmal. Ich glaube, der hat uns schon gesehen. Oder? Nee. Wir gehen mal hinter diesen Baum. Noch nicht bemerkt. Oh, jetzt hat er uns bemerkt. Er dreht sich weg. Ich hoffe, der greift uns nicht an. Oh, oh. Greift er uns an? Ja, ich glaube nicht. Schießen wir mal weiter. Sicher, sicher. Jetzt ist er schon verletzt und am Humpeln. Und da geht er down. Aber ich glaube, wir töten die halt wirklich nicht. Das wäre auch irgendwie brutal. Aber das weder Blut und die atmen ja auch noch und alles. Sie sehen echt nur betäubt aus. Aber das hat doch gut geklappt. Ich weiß halt jetzt immer noch nicht, ob die mich angreifen oder nicht. Aber ich glaube, das will ich auch gar nicht rausfinden. Lassen wir den auch mal schnell abholen hier. Und dann sind wir schon good to go. Tschüssi. Oh, hier ist auch wieder ein Dino, ein kleiner. Was ist das denn? Hey, nicht wegrennen. Luft anhalten. Hä? Ich habe daneben geschossen? Okay, krass. Ich war doch voll drauf, oder nicht? Hm. Egal, den lassen wir nicht entkommen. Wo ist er? Da! Ich treffe den nicht.
Oh mein Gott. Ah, ich hab ihn. Ich glaube, das war sogar der letzte Schuss. Ne, einen habe ich noch. Okay. Was ist das? Ein Pele Cani Mimos. Okay, dafür haben wir auch keine Lizenz. Wenn ich keine Lizenz habe, kann ich die leider nicht einsammeln. Ich habe vorhin gesehen, man kann hier auch durchgucken durch das Ding. Dann kann man auch die Dinosaurierart und sowas erkennen. Das ist gut zu wissen. Also dieses Pad da, was ich habe, ist gleichzeitig auch noch ein Fernglas und ein Rangefinder. Da vorne läuft nochmal so ein kleiner. Jetzt können wir es mal ausprobieren. Sehe ich dann auch die Dinosaurierart? Hm, anscheinend nicht. Halten wir noch ein bisschen drauf, vielleicht wegen dem Gras. Ja, da Pele Canimimus. Sollen wir mal den letzten Schuss versuchen? Weil ich meine, Punkte gibt er uns ja trotzdem. Müssen wir aber gut zielen. Herz pocht. Yes, wir haben ihn. Sehr schön. Das hat gut geklappt. Du hast keine Munition mehr. Okay, dann müssen wir uns evakuieren lassen. Das kriegen wir hin. Machen wir sofort, aber erstmal schauen wir nochmal kurz hier bei unserer erlegten Beute. Holen uns den Diamanten ab. Ja, haben wir nochmal einen Pele Canimimus. Hübscher kleiner Dinosaurier. Aber jetzt lassen wir uns mal abholen. Halt mal X gedrückt. Das müssen wir hier drin machen, ne? Da kommt jetzt wieder unsere Drohne angeflogen. Und sammelt uns ein. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier reinlaufen. Jo. Und ab dafür. Ab nach Hause. Erste Jagdmission erfolgreich. Oh, das war doch ganz cool. Das hat Spaß gemacht. Hier sieht man jetzt nochmal, was wir alles so erbeutet haben. 16 Diamanten und 456 von diesem Score, den man hier oben rechts sieht. Dann können wir auch nochmal die einzelnen Dinosaurier anschauen. Das war jetzt der erste Stegosaurus, ein Rating von 3. Der zweite nur ein Rating von 2. Hits, 2, haben wir da weniger gemacht. Stimmt, den haben wir geone-shottet. Ah, okay. Bei dem ersten haben wir, glaube ich, aufs Herz geschossen. Ich habe es zumindest versucht. Hat ja auch gut geklappt. Jetzt sind wir in so einem Menü, da können wir jetzt nochmal unsere Ausrüstung und sowas sehen. Können wir wahrscheinlich auch andere Waffen kaufen. Diese Rifle haben wir jetzt gerade. Es gibt zum Beispiel auch noch eine Armbrust für 100 Diamanten. Sieht auch sehr cool aus und die ist natürlich relativ leise. Und dann haben wir noch eine Sniper Rifle für 400. Ich glaube, das wird aber erstmal nur nichts. Wir haben nach unserem ersten Trip erst 16 Diamanten. Equipment, was haben wir denn hier noch? Ah, okay. Wir betäuben die halt wirklich nur. Also wir töten die Dinosaurier nicht. Das ist sehr gut zu wissen. Da fühle ich mich gleich viel besser. Jetzt können wir hier sogar was freischalten. Das ist cool. Das kostet mich 5 Diamanten. Und dann bekommen wir ein Soundfeedback, wenn ein Dinosaurier uns wahrnimmt. Das heißt, wenn er uns riecht, sieht oder hört, dann kriegen wir ein Soundfeedback. Das ist cool. Das lernen wir gleich mal. Denke ich mal sehr praktisch. Und wir haben jetzt hier die nächste Lizenz freigeschaltet, so wie es aussieht. Die können wir kaufen für den Ankylosaurus. Den habe ich gerade gar nicht gesehen, aber das machen wir mal direkt. Und dann geht es direkt los. Da vorne haben wir nochmal einen Stego. Ich versuche mich nochmal anzusneaken, so ein bisschen. Oh, hört ihr das? Das ist dieses Wahrnehmen, was wir vorhin gelevelt haben. Versuch mal in die Lunge zu schießen. Ich glaube, das Herz treffen wir von hier aus nicht. Okay, er rennt weg. Und nochmal in die Lunge. Okay, das sollten jetzt zwei ungefähre Lungentreffer gewesen sein, hoffe ich. Schauen wir mal, ob er down geht. Er rennt auf jeden Fall direkt auf mich zu. Oh Gott. Oh. Ist der im Angriffsmodus? Okay, lieber noch einen dritten Schuss. Sicher ist sicher. Und einsammeln. Sehr schön, dahinter war schon direkt der nächste. Da ist er. Den jagen wir auch direkt. Wir machen direkt drei Schüsse. Die Schüsse sind teilweise ein bisschen verbuggt von den Sounds. Jetzt gerade der dritte Schuss war jetzt nicht zu hören. Aber das Spiel ist von 2015, glaube ich. Also schon 5 Jahre alt. Da kann man das verzeihen. Macht aber bis jetzt echt viel Spaß.
für die Leute, die es nicht wissen, wenn man mal so ein Spiel ausprobieren möchte, dann könnt ihr das gerne tun auf Steam. Weil wenn ihr unter 2 Stunden Spielzeit habt und das, glaube ich, nicht länger als 2 Wochen her ist, dass ihr es gekauft habt oder so, ich weiß es nicht ganz genau, dann könnt ihr Spiele bei Steam auch umtauschen. Also dann könnt ihr die mal anzocken und wenn sie euch nicht gefallen, könnt ihr die dann auch ohne Probleme umtauschen. Das klappt auf 1A. Und da vorne ist auch direkt unser nächstes Ziel, nämlich ein Ankylo. Weiß jetzt nicht, wie das bei dem ist. Der hat natürlich oben so einen Mega-Panzer. Könnte Probleme machen gleich. Ich könnte mir vorstellen, dass dann die Pfeile nicht gut da durchgehen. Oh. Versuch unten zu treffen, nicht im Panzer. Gucken, ob das hilft. Er rennt auf jeden Fall weg, aber hey, ich stehe auf. Oh, der macht auch Fußabdrücke und der blutet. Aber wir schießen doch eigentlich nur mit Betäubungspfeilen. Oh, was hat er jetzt? Ich teste jetzt mal, ob er mich angreift. Wenn er böse ist. Hallo. Oh, der geht in Angriffsstellung. Oh, okay, der stampft auch. Uiuiui. Okay, der wollte uns angreifen. Das ist gut zu wissen. Das heißt, die gehen auch auf einen los, wenn sie keine Möglichkeit zur Flucht mehr haben. Der sieht aber cool aus. Hinten auch die große Keule, damit wollte er uns gerade einen überziehen. Nice, dann haben wir den auch erlegt. Und ich denke mal, dann haben wir wieder gut Punkte gesammelt. Und dann können wir uns schon fast evakuieren lassen. Gehen wir mal auf die neue Insel. Dieser heißt The Great Forest. Und das Threat Level ist auf Caution, also auf der Mitte. Das heißt, hier ist es schon ein bisschen gefährlicher. Und anscheinend müssen wir Wind auch mit einberechnen. Gut zu wissen. Auf der Insel vorher nicht. Oh, die sieht voll cool aus. Oh, das ist schon unser erster Dino. Das ist so eine relativ felsige und bergige Insel. Mit schönen großen Bäumen. Ideal wären natürlich jetzt Stego oder Anki. Die maximalen Punkte. Können auch erstmal so ein Galli mitnehmen. Nichts dagegen. Da haben wir ihn. Hätte er wieder einen Schuss daneben. Da vorne ist schon das nächste Ziel. Den können wir leider nicht einsammeln. Wir gehen direkt weiter. Sneaken uns so nah ran, wie es geht natürlich wieder. Da ist er. Ich würde gerne von unten, von der Seite in den Bauch schießen. Oh, das war, glaube ich, ein guter Treffer. Aber ich schieße lieber nochmal. Sicher, sicher. Oh, da ist auch noch ein Stego. Schießen wir 3-mal, um das Ganze zu securen. Und da hinten läuft auch ein Para. Oh, wie cool, den will ich erlegen. Den jagen wir gleich. Aber erstmal musst du jetzt down gehen. Mein Kleiner. Den Stego lassen wir jetzt mal außen vor. Ich hoffe, der macht mir keine Schwierigkeiten. Er rennt genau auf mich zu. Geh weg. Oh Gott, der ist wütend. Oh oh. Warum steht denn der noch? Okay, jetzt haben wir ihn. Meine Güte. Jetzt haben wir nur noch 5 Schuss insgesamt. Das war jetzt aber echt ein Akt. Nehmen wir mal mit. Jetzt suchen wir mal ganz schnell den Parasaurolophus. Den würde ich nämlich auch gerne erlegen, auch wenn wir da noch keine Lizenz für erworben haben. Da ist er. Das ist ein schöner Treffer. Oh, der war daneben, oder? Oh mein Gott. Der hat getroffen. Nicht wegrennen. Okay, der ist schnell unterwegs. Den müssen wir auf jeden Fall ein bisschen verfolgen. Und wir müssen aufpassen, dass nichts von der Seite... Okay, wir nehmen den. Ah, One-Shot. Sehr gut. Das war ein guter Treffer anscheinend. 22. Oh, das ist viel. Okay, der Para ist nice, wenn man den gut trifft. Können wir uns den auch mal angucken, bevor wir jetzt weiterhanden. Ein hübscher Kleiner. Also die Models sehen ganz cool aus. Sieht sehr süß aus. Friedlich, wie er die Augen zu hat. Jetzt können wir noch seinen Kollegen am besten holen. Den hatten wir ja gerade auch angeschossen. Da ist er. Komm schon. Das schaffen wir. Oh, er steht still.
Ja, es war, glaube ich, ein guter Treffer. Jo, er geht down. Sehr schön. Guck mal, läuft doch. Wir haben auch schon wieder nur noch einen Schuss. Also es geht immer schneller, als man denkt. Plus 19. Ich habe jetzt hier nochmal was freigeschaltet. Jetzt kann man hier die Organe sehen, also die besten Trefferpunkte. Hier sind die Lungenflügel in blau, das Herz, glaube ich, in rot. Und ich glaube, das Weiße hier oben, das ist die Panzerung. Ich glaube, wenn man da trifft, das ist dann nicht so gut. Gehe ich mal von aus. Haben wir uns jetzt mal gegönnt. Und wir gehen noch einmal in den Great Forest, weil der hat echt gut Punkte gegeben. Bin jetzt mal hier runter zum Strand gerannt und will mal versuchen, so einen Pteranodon da vom Himmel zu holen. Oh, guck mal. Wie schön. Oh, die Sonne ist richtig hell. Oh, das klappt. Er geht down. Wie nice. Aber den können wir auf jeden Fall nicht einsammeln. Kriegen wir den da auch noch? Ich glaube, zu hoch gespielt. Ich weiß halt nicht, wie viel man vor- und hochzielen muss. Aber den kriegen wir noch da oben. Komm schon. Yes, wir haben ihn. Also man muss ein bisschen hochzielen. Da stürzt er ab. Platsch. Aber es gibt ganz gut Punkte. 5 Diamanten, ist gar nicht so schlecht. Einen will ich noch. Den schaffen wir jetzt beim ersten Mal. Ja. Nice. Okay. Sehr cool. Damit haben wir schon direkt 15 Diamanten gesammelt. Jetzt würde ich sagen, erlegen wir noch den einen oder anderen Dino und dann gehen wir auf die andere Insel. Oh mein Gott. Ich habe gerade einen Dino eingesammelt und dann wurde ich von einem Fleischfresser angegriffen. Oha. Ich wusste nicht, dass es hier schon Fleischfresser gibt. Damit habe ich nicht gerechnet. Dann würde ich sagen, rächen wir uns mal an dem. Ich versuche jetzt mal einen Cerato zu erlegen. Auch wenn wir dafür noch keine Lizenz haben. Aber das lasse ich nicht auf mir sitzen. Okay, hier ist es sehr, sehr schön von der Sonne her. Wie so ein Sonnenuntergang. Warning, Danger Zone. Okay. Da schauen wir doch mal. Ich habe jetzt zum Glück diese Sicht, dass ich sehe, wo ich hinschießen muss. Ich hoffe, meine Waffe reicht dafür aus. Oh, da unten laufen schon die ersten. Die lassen wir jetzt mal da laufen, weil ich will meine Munition aufbewahren. Oh, hier ist irgendwas. Okay, oh Gott sei Dank. Oh, jetzt sehen wir die Organe. Das dürfte ein Herztreffer gewesen sein, oder? Jetzt haben wir ihn. Ich habe mich gerade ein bisschen erschreckt. Aber jetzt habt ihr das mal gesehen. Das ist echt praktisch. Haben wir eingesammelt. Aber die Suche geht natürlich weiter. Das ist nämlich nicht der Dino, den ich jagen möchte. Oh, irgendwas hört mich. Wo ist es? Wir haben ein Problem. Oh nein. Ich habe einen gefunden, aber der... Nachladen. Oh shit. Aber er hat mich zuerst gefunden. Shit. Der hat mich halt bemerkt und dann habe ich ihn erst gesehen. Ich versuche mein Glück nochmal hier auf dieser Insel. Ich habe gerade im Anflug auch schon einen gesehen, irgendwo hinter mir. Ein Cerato, der lief da schon. Also wir haben ja auf jeden Fall einen in meiner Nähe. Ist jetzt echt wichtig, dass ich den zuerst sehe, bevor er mich dann wieder sieht und direkt jagt. Ich weiß auch nicht, wie es ist, wenn ich so auf Felsen bin. Das ist wahrscheinlich ein bisschen sicherer. Ich kann mir vorstellen, dass er hier dann nicht so gut hochkommt. Der muss hier irgendwo sein. Irgendwo in meiner Nähe. Da vorne ist ein Para. Versuchen wir den nochmal zu erlegen. In einem schönen Schuss. Oh, der war gut, glaube ich. Jo, den haben wir. Aber irgendwas anderes sieht uns noch.
Oh, oh. Ja, wir gehen drauf. Ah, Hilfe. Oh Gott. Lad nach. Ins Herz, komm. Leider. Oh, ausgewichen. Oh, Panik. Oh, wir haben ihn. Da liegt er. Kam genau aus dem Nichts. Wir haben es geschafft, Leute. Ah, wie schön. Unser Jagdziel ist erreicht, dieser wunderschöne Cerato. Können wir natürlich noch nicht einsammeln, aber da haben wir ihn. Killdistanz 84 Meter, Hits 5. Okay, gehen wir nochmal schnell rüber zu dem Parasaurolophus. Und da haben wir ihn. Da liegt er, der wunderschöne. Auch den sammeln wir ein. Und jetzt... Ist hier was? Nee. Jetzt würde ich sagen, lassen wir uns evakuieren, bevor wir hier noch gefressen werden wieder. Ja, Leute, das war Carnivores Dinosaur Hunter Reborn. Ein kleiner Ersteindruck. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dafür, dass es 5 Jahre alt ist, das Spiel. Falls ihr davon mehr sehen wollt, könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben oder ein Like da lassen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.